Ich begrüße euch zum Projekt Aktionsraum Erdenleben. Was ist die Natur? Was ist das Verhältnis zwischen Mensch und Natur? Das sind also die Fragen, die bei diesem Gespräch heute im Zentrum stehen werden. Ich begrüße Matthias Behrens. Du wohnst hier in Kassel. Du hast Theologie studiert, bist Philosoph und eine sehr ungewöhnliche Kombination. Du hast auch in der Wirtschaft gearbeitet, warst Manager in einem Industrieunternehmen. Momentan arbeitest du als Organisationsberater. Du hast mit vier Partnern eine Genossenschaft gegründet, 5P. Ihr seid Berater, ihr arbeitet als Berater und Begleiter für nachhaltige und sozio- und ökosoziale Transformationsprozesse. So, ich begrüße auch dich, Lukas Buchholz. Ich freue mich, dass du heute den Weg gefunden hast von Frankfurt hierher. Du hast Friedens- und Konfliktforschung studiert, bist Buchautor, hältst Vorträge und Seminare im Zusammenhang von nachhaltiger Wirtschaft und Natur. Und du hast ein Buch geschrieben, ein sehr interessantes, tolles Buch. Ich habe es gelesen, Kogi, wie ein Naturvolk unsere moderne Welt inspiriert. 2016 bist du auf Einladung nach Kolumbien geflogen und hast 3 Monate in diesem Land gelebt, beziehungsweise auf Einladung mit den Kogi an deren Leben teilgenommen, hast mit ihnen zusammen gelebt und ihre Kultur kennengelernt. Und ich bin gespannt, was du uns dazu berichten hast. Mein Name ist Michael Evers. Ich bin bildender Künstler, Maler und Philosoph. Und ich lebe hier in Kassel und ich habe in diesem Jahr mit einem Projekt begonnen, den Aktionsraum Erdenleben, bei dem ich Matthias unterstützt und begleitet hat, worüber ich mich sehr freue. Aktionsraum Erdenleben, Kunst und Philosophie, eine Kampagne für die Natur. Also es handelt sich dabei um ein interdisziplinäres Projekt, bei dem die Kunst und die Philosophie der Ausgangspunkt sind für einen kulturellen Wandel. Es ist also vor dem Hintergrund zu sehen, der momentanen Thematik, die ganze Welt beherrscht und auch noch lange weiter sehr uns prägen wird, nämlich die globale Naturkrise. Und wir wollen auf der Grundlage von Kunst und Philosophie einen Beitrag leisten für einen Wandel. Ja, soweit die Einführung und die Einleitung. Lukas, das war sicherlich ein grandioses Erlebnis. Das hat mich sehr beeindruckt, auch dein Buch, also nach Kolumbien zu fliegen und dort in die Sierra Nevada zu reisen und dort an dem Leben der Kogi teilzunehmen, auf deren Einladung. Also unser Thema ist ja das Verhältnis von Mensch und Natur. Könntest du uns so einen ersten Eindruck vielleicht mal erzählen oder schildern? Wie leben die Kogi in der Natur oder mit der Natur, müsste man ja wahrscheinlich sagen. Ja, Michael, vielen Dank für die Einladung erstmal. Das kann ich sehr gerne machen. Also die Kogi sind ein indigenes Volk, die in Kolumbien leben, im Norden von Kolumbien, in der sogenannten Sierra Nevada de Santa Marta, also ein Gebirge oben an der Grenze zu Venezuela. Vielleicht noch kurz 2, 3 Worte dazu, warum die Kogi so besonders sind. Mhm. Ich meine, wir kennen ja die großen Völker Südamerikas aus unseren Geschichtsbüchern, die Mayas, die Azteken, die Inka. Die Kogi werden meistens in diesem Rahmen nicht genannt. Und das interessanterweise, obwohl sie von dem, was sie als Kultur, als Zivilisation ausmacht, eigentlich auf dem gleichen Level spielen. Der einzige Unterschied ist, sie gibt es heute noch. Das heißt, die Kogi sind ein wirkliches Relikt, was ja, diesen Einfluss der globalen Moderne, um den es ja natürlich heute auch gehen wird, durchbrochen haben, beziehungsweise die davon relativ unberührt bis heute leben und ihre Kultur und ihre Philosophie und ihre Gedanken eben auf einem präkolumbianischen Niveau gehalten haben oder sagen wir mal fast gehalten haben. Mhm. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend, gerade wenn wir über das Verhältnis zur Natur und das Thema Mensch und Natur sprechen, denn da ist es etwas, was die Kogi noch leben und zwar auch als ganzes Volk leben. Ich meine, es sind immerhin fast 30.000 Menschen, die in der Natur nicht wie wir eine, ich sag mal, mehr an Ressourcen, in denen wir uns bedienen können, wo im biblischen Sinne, die man sich untertan machen kann, wo der Mensch sich drüber erhebt, sehen, sondern die ein Subjekt, ein Gegenüber sehen. Und
wirklich etwas, was A, lebendig ist und B, womit man in Kontakt treten kann. Und in Kontakt treten heißt nicht, ich gehe jetzt in den Wald und atme mal die frische Luft ein, sondern in Kontakt treten heißt, ich kann einen wirklichen Austausch gehen, eine Konversation in etwas, wo Informationen in beide Richtungen auch fließen können. Mhm. Und da können wir gerne später auch nochmal weiter im Detail drauf eingehen. Die Frage, die ich mir dann auch gestellt habe, ist, was heißt das konkret und was hilft es Ihnen am Ende des Tages? Ja. Also ich meine, es gibt ja unsere Methode, die mit der Natur in den Ressourcen umzugehen, die uns natürlich auch an den Status gebracht hat, wo wir heute sind. Also wir würden wahrscheinlich heute nicht vor einer Kamera sprechen, wenn wir nicht bestimmte dieser Gedanken in unserer Geschichte hätten. Aber natürlich hat die Philosophie der Kogi auch Vorteile. Und da möchte ich vielleicht eine kurze Anekdote mitteilen. Und zwar war mal einige der Kogi, des Volks der Kogi in Frankreich gewesen, auf Einladung. Und sie waren dort mit einer Gruppe von Wissenschaftlern unterwegs in den Bergen, in den französischen Alpen. Und sie kamen dort in ein Tal und liefen da durch dieses Tal und wurden dann eben auch gefragt, ja, wie nehmt ihr dieses Tal hier wahr? Was sagt ihr dazu? Und so weiter. Also wie gesagt, es waren Wissenschaftler, Geologen, Biologen, Ökologen, alle möglichen Wissenschaftler dabei. Und einer der Mammus heißen die Weisen, man könnte vielleicht sagen Schamanen, aber es ist ein bisschen schmuckloser. Also man könnte vielleicht auch Philosophen sagen, der Kogi. Okay. Der sich dann umgeschaut hat in diesem Tal und dann meinte, ja, ist eigentlich ganz in Ordnung, aber es gibt so ein Problem. Und das ist diese Baumart hier, zeigt auf diesen Baum, den er natürlich nicht kannte. Ich meine, das ist ein anderes Ökosystem, anderer Kontinent. Ich meinte, dieser Baum gehört hier eigentlich nicht her und der war hier ursprünglich auch nicht. Und dann hat er angefangen zu erklären, warum dieser Baum hier das Wasser wegnimmt und was das dann mit den anderen Bäumen macht und wie sich das dann alles verschiebt in diesem Ökosystem. Und meinte, ja, warum habt ihr denn diesen Baum hierher gebracht? Der war doch früher hier gar nicht. Und die Ökologen und die anderen dachten erstmal so, wir wissen jetzt auch nicht genau, was jetzt hier Sache ist oder wie er darauf kommt. Also der Baum, um den es ging, war interessanterweise die Kiefer. Und ihnen ist das aber nicht aus dem Kopf gegangen. Und einige Zeit danach haben sie dann eben angefangen, sich hinzusetzen und zu recherchieren, was es mit diesem Tal und eben der Kiefer auf sich hat. Und da kamen sie eben zu einem Punkt, wo sie festgestellt haben, dass als Kriegsreparation von Österreich an Frankreich nach dem Ersten Weltkrieg in genau diesem Tal Kiefern gepflanzt worden waren. Und das hatte der Schamane, der Weise, innerhalb von kurzer Zeit wahrgenommen. Und die Frage ist natürlich, wie hat er das gemacht? Wie hat er das gemacht? Weil diese Art von Wissen zu haben und gerade natürlich, du hattest am Anfang schon die ökologische Krise angesprochen, diese Art von Wissen gerade in unserem Kontext der ökologischen Krise wieder zur Verfügung zu haben, wäre natürlich ein unfassbarer Schatz. Ja. Und ohne jetzt diese Frage, wie sie das gemacht haben, schon zu beantworten, ist das natürlich etwas, was tief mit ihrem Verständnis der Natur und vor allem auch der Praxis, der Ausübung dieses Verständnisses der Natur in einer ganz realen Situation mit zusammenhängt. Ja, danke. Das war sehr anschaulich. Matthias, was könntest du dir vorstellen, inwieweit könnte so eine Kultur, solche Erfahrungen, solche Erlebnisse, man kann es ja auch nicht jetzt für uns direkt, wir können nicht nach Kolumbien fliegen, wir können aber drüber lesen, wie könnte das uns selber auch inspirieren für eine Transformation in Wirtschaftsprozessen? Oder vielleicht könntest du auch nochmal darauf eingehen, wie unser Verhältnis zur Natur doch, wovon unser Verhältnis zur Natur beherrscht ist. Ja, gern. Erstmal auch einen herzlichen Dank, dass ich hier auch dabei sein darf. Ich freue mich sehr über unser Gespräch. Und wir haben ja die Frage, was ist Natur und wie ist unser Verhältnis zwischen Natur und dem Menschen im Mittelpunkt. Und diese Geschichte oder diese Erzählung von dem naturwahrnehmenden Kogi in Frankreich kann uns in unserem Verständnis mindestens mal ein großes Fragezeichen aufstellen. Nämlich, ist denn unsere Erkenntnismethode, mit der wir uns der Objektwelt nähern,
ist das tatsächlich die allumfassende Erkenntnismethode? Wir brauchen ja daraus noch nicht abzuleiten, dass sie uns in jedem Falle in die Irre führt, wie wir gewohnt sind, naturwissenschaftlich die Natur zu unserem Erkenntnisobjekt zu machen. Aber wenn wir dort sehen, dass eine Art von unmittelbarem Erkenntniszugang zu einem Naturphänomen gegeben ist, was sich zumindest dort dann im Nachhinein bestätigt hat. Und wir können jetzt erstmal davon ausgehen, dass das nicht einfach nur ein Zufall war oder es sich letztendlich noch als Fake News entpuppt und er schon doch geheime Informationen vorher hatte. Wenn wir unterstellen, dass das nicht der Fall ist, sondern dass er tatsächlich einen unmittelbaren Phänomenzugang hatte, auf einem nicht experimentellen und nicht naturwissenschaftlichen Weg, dann ist das ein Fragezeichen an unsere Zivilisation und an unsere Geisteskultur, wie wir mit Erkenntnisse verstehen und unserem Naturbezug umgehen. Wie ist denn der geprägt, wenn wir dann an den Anfang gehen abendländischen Denkens wir schon von Anfang an in einem Hin und Her zwischen Einheitsdenken und dualistischen Ansätzen, um zu erklären, was ist der Mensch, was ist die Welt, was ist der Kosmos, was sind Ideen, was sind Realitäten? Da sind wir geistesgeschichtlich immer zwischen diesen Monismen und Dualismen, zwischen Geist und Materie hin und her geschwungen und so eine richtige harmonische Denk- und Erkenntnislösung ist uns nicht gelungen. Und dann kam die Neuzeit und es ist, man könnte sagen, dramatisch zerbrochen in einen Dualismus. Descartes wird immer wieder dort herbeigezitiert als großer plakativer Denker, der dann in die Res Extensa, die ausgedehnte Sache, und die Res Cogitans, die denkende Sache, unterscheidet und danach die beiden nicht mehr richtig zusammenbringen kann. Und dadurch wird dann die Naturwissenschaft zum Reinen sich beziehen auf das Materielle und die Geisteswissenschaft und die Psychologie eine reine geistige Geschichte, und das psychophysische Phänomen, ich mit meinem Leib, ich leibgeistiger Mensch als Teil in der Verbindung mit Wirklichkeit, wird durch das Auseinanderfallen in diese beiden Seinsbereiche, die nicht wieder zusammengedacht werden, dann in einer gewissen Weise verunmöglicht. Und es ist so wirkmächtig dann geworden in der Weiterentwicklung von Erkenntnissen und von technischen Möglichkeiten der Weltbeherrschung, dass es dann soziologisch unsere ganze Weltbeziehung im Abendland geprägt hat, die ganz anders ist als die soziologische Weltbeziehung, die dort in dem Volk der Kogis stattgefunden hat, durch ihre Art des In-der-Welt-Seins. Und da können wir gleich noch ein bisschen tiefer dann reingehen. Was unterscheidet denn diese beiden Weltbeziehungen? Wir haben hier eine Berührung, ein Kennenlernen der Kogi. Wir werden uns vielleicht ein bisschen daran orientieren. Ne? Obwohl ich auch sagen würde, dass wir auch in unserer eigenen Kultur, in der europäischen Kultur, sehr viel Leitbilder hätten. Ne? Zum Beispiel in der Romantik. Wir haben also auch dort Denkansätze für eine Überwindung dieser Subjekt-Objekt-Spaltung. Also das scheint mir doch ein sehr zentraler Gedanke zu sein. Du hast eben gesagt, das Sein sei gespalten in zwei Bereiche. Nicht? Man sagt immer seit Descartes, wobei Descartes ja etwas ausgedrückt hat, was in der europäischen Geistesgeschichte sich manifestieren wollte. Descartes war sozusagen der Philosoph, der das niedergeschrieben hat und sehr genial auch dann in Denkweisen, in Denkformen gebracht hat.
Das Sein ist gespalten in zwei Bereiche. Nach Heidegger gibt es aber auch nur ein Sein. Und sowieso, schon Parmenides sagte, es gibt nur ein Sein. Also es kann nicht zwei Seins geben. Auch das Sein kann nicht gespalten sein. Das ist eben der Dualismus. Bei den Kogi haben wir hingegen einen Monismus. Nicht? Der Animismus, dass also alles beseelt ist. Die Natur ist beseelt. Ein Panpsychismus ist ein Animismus. Das heißt, da gibt es keine Spaltung zwischen Subjekt und Objekt in der Form, wie wir das in der westlichen Kultur haben. Die Kogi-Weisen, die Philosophen-Schamanen, die sehen sich oder fühlen sich oder leben in Einheit. Ist jetzt so etwas plakativ der Begriff. Wir können noch überlegen, was das genau bedeutet. In Einheit mit der Natur. Es scheint doch so zu sein, ein Einheitserlebnis, ein Sein mit der Natur, ein Mitsein mit der Natur. Also ein Animismus. Inwieweit kann das für uns heute ein Vorbild sein? Ich meine, wir haben heute hier in Europa, in der westlichen Welt, in der Moderne, das naturwissenschaftliche Paradigma. Naturwissenschaft beherrscht die westliche Welt, die Globalität im Grunde, letztendlich die Moderne. Und die beruht auf dieser Subjekt-Objekt-Spaltung. Die Natur wird zum Objekt. Wie können wir da das anders handhaben lernen? Inwieweit können wir vom Animismus lernen? Ist so eine animistische Sichtweise für uns westliche Menschen überhaupt möglich? Was würdet ihr dazu sagen? Also ich finde es erstmal ganz spannend. Also einerseits diese Idee der Subjekt-Objekt-Spaltung, aber dann die Frage ist, was ist das spaltende Element? Ja. Denn interessanterweise ist es ja so, dass wenn wir sagen, naja, der Mensch hat sich so weit von der Natur entfernt und so weiter und so fort, ist die Frage, ja, was denn im Menschen? Mhm. Weil unser Körper ja nicht. Ja. Ich meine, gut, wir haben momentan natürlich transhumanistische Strömungen, die auch diesen Aspekt weiterverfolgen. Ja. Aber interessanterweise ist es ja ausschließlich unser Denken, was diese Spaltung von der Natur überhaupt durchführen konnte. Weil der Körper ist ja Teil der Natur. Deswegen auch man sagt, ja, wir sind ja Teil der Natur. Warum reden wir überhaupt die Natur? Was soll das überhaupt sein? Allein das ist ja schon mal ein sehr spannender Gedanke. Und da haben die Kogi ein Konzept, das nennen sie Jigoneshi. Und Jigoneshi steht für der eine Gedanke oder das eine Denken. Es gibt da verschiedene Übersetzungen für. Und das eine Denken ist für sie die Grundlage dessen, was das Denken der gesamten Natur. Und das ist natürlich die Frage, ja, was für ein Denken denn der Natur? Und da sind wir nämlich wieder bei der Frage des Animismus, dass auch wir ja, glaube ich, schon sagen würden, es gibt bestimmte Prinzipien, bestimmte Regeln, bestimmte Wirkweisen, und zwar jenseits einfach nur toter physikalischer Gesetze, die auch in der Natur irgendwie vorhanden sind. Denn auch wir erkennen ja das Leben an. Mhm. Also auch wir würden ja jetzt nicht sagen, ein Tier würde nicht leben oder ein Baum würde nicht leben. Und die Frage ist natürlich, warum lebt es? Gesagt worden von Descartes, nicht? Genau. Dass Tiere Maschinen sind. Ne? Aber das Phänomen ist doch, dass sie leben. Genau, richtig. Und das glaube ich, ich meine, ganz, ganz phänomenologisch betrachtet, jeder, der ein Haustier hat, würde wahrscheinlich nicht sagen, dass das eine Maschine ist. Also einfach, da haben wir ja intuitiv einen sehr erfahrungsbasierten Zugang. Ja, ja. Von daher haben wir, ich würde mal sagen, animistische Elemente bereits in unserem Denken, nur nicht in unserem offiziellen Denken. Ja, ja. Und das ist auch so ein bisschen so eine Frage, warum ist das so? Dass jeder seine Katze süß finden kann, ihren Namen gibt und irgendwie mit ihr in Kontakt tritt. Aber wenn ich das jetzt als Gesetzesentwurf im Bundestag irgendwie vorschlagen würde, alle Leute über mich lachen. Mhm. Und deswegen ist die Frage und auch der Fokus dessen, was wir uns natürlich anschauen, ist unser Denken und die Frage, wenn wir sagen, okay, wir haben ein Denken, was eben nicht mehr mit den Gedanken der Natur, wenn ich es mal so nennen darf, synchron geht. Ja. Woher kommt es? Und warum ist das so? Ja. Ja, woher kommt die Spaltung? Also das hat ja Descartes nicht erfunden. Ne? Also ich würde mal sagen, das ist ein psychologischer, ein mentaler Prozess, der sich vollzogen hat in der westlichen Welt, in Europa. Bei den Kogi war das ja offenbar nicht so der Fall. Also im Grunde gibt es ja verrückterweise ein völlig verschiedene Wege in der Menschheit. Eine verschiedene psychologische mentale Wege. Wie ist das gekommen? Das ist jetzt ein großes Rätsel. Ich weiß nicht, ob wir das lösen können. Warum hat sich im Westen so eine Spaltung
entwickelt. Du sagtest ganz recht, mit dem Leib sind wir Natur. Ich würde auch sagen, mit der Psyche sind wir auch Natur. Nur unser Denken, die rationale Kognition hat sich gespalten und dadurch natürlich auch unser ganzes Weltbild, unser Selbstbild und unsere Kultur geprägt. Matthias, ja, du siehst so aus, als fällt dir was dazu ein. Ja, ich bin... Es prozessiert noch in mir. Ja, okay. Ich denke, dass die Aufteilung der Wirklichkeit in die Differenzierung dieser Dimensionen ausgedehnte Sache und denkende Sache ist ja nicht, ist ja keine Denkkonstruktion, sondern ist Teil unserer Erfahrung, unseres Weltbezuges. Wenn ich eine Phänomenologie meines Weltbezuges mache, dann kann ich unterscheiden zwischen logischen Entitäten, meinetwegen, die ich in der Mathematik finde, zwischen der Erkenntnis eines Baumes und dem Baum selbst. Das heißt, der Unterschied, der ist ja real sozusagen. Und dann aus dieser menschlichen Grunderfahrung entsteht dann im Denken, dass man die Dimensionen nicht mehr als Dimensionen an einer Einheit begreift, sondern dass man die Dimensionen wie eigene Entitäten beschreibt, und dann hat man sie auseinandergelegt und weiß nicht mehr, wie man das Puzzle wieder sozusagen zusammenfügt. Deswegen gefällt mir das Sprechen von Dimensionen anstatt von Bereichen eigentlich in dem Kontext besser, weil es sind so wie die Farbe und die Rauheit sind Dimensionen an einem Körper. Aber es gibt keinen Körper, der nicht irgendeine Beschaffenheit hinsichtlich von Farbe oder Rauheit hat. Und so könnte man dann in einem Einheitsdenken von Wirklichkeit dann auch sagen, es gibt immer auch Geistiges in jeder materiellen Entität. Und ich habe es sozusagen dann nicht auseinanderdividiert. Der Hans Jonas fällt mir gerade in dem Zusammenhang ein, der sagt, dass das Stoffwechsel schon ein Ausdruck von Freiheit ist. Und so ein Ansatz könnte ja dann die beiden Bereiche als Dimensionen von Wirklichkeit wieder in eine Plausibilität zurückführen, die dann jetzt in den Auseinandersetzungen, die wir in dem abendländischen Denken haben, können wir ja auch nicht dann einfach einen Animismus aus anderen Völkern sozusagen vorstellen. Natürlich kann man den als Inspirationsquelle nehmen und sich dann fragen, was bedeutet das für uns? Aber unsere Denkansätze sind ja auch nicht reine Sackgassen und Unfug, sondern haben ja auch Wirklichkeitsbezüge, die dann Plausibilitäten und Evidenzen erbringen. Insofern geht es darum, denke ich, wie man da eher in eine Denksynthese kommt über den Dialog. Und für mich wäre das der Ansatz, dass sich anscheinend Trennende aufzudecken als Dimensionen an einer Einheit. Aha, okay. Ich habe auch noch einen Gedanken dazu. Und zwar würde ich jetzt einfach mal die These verfolgen wollen, dass diese Trennung Symptom eines Traumas ist. Aha. Denn diese Spaltung von Subjekt-Objekt ist für mich auch ein Stück weit eine Spaltung, ein Stück weit zwischen dem Denken und dem Fühlen. Mhm. Denn wenn wir sagen, wir haben ein Subjekt vor uns, ist die Frage, wie entsteht der Zugang zu diesem Subjekt? Nicht über das Denken, sondern über das Fühlen, über die Empfindung. Mhm. Und dadurch würde ich fast sagen, dass die Frage nach Mensch und Natur auch eine Frage ist, die immer mitgedacht werden muss, die Frage zwischen Mensch und Technik. Mhm. Denn die Frage ist, ich habe einen Freund in Kolumbien, der kein Kogi ist, der hat einen Satz geprägt, den ich sehr spannend finde, Theories are not true or false, they have consequences. Also Theorien sind nicht wahr oder falsch, sondern sie haben Konsequenzen. Und einfach diese Perspektive einzunehmen, gar nicht mal, was ist jetzt die Natur wirklich, sondern einfach nur, was haben bestimmte Sichtweisen der Natur jeweils für Konsequenzen.
Und wenn wir uns dann anschauen, dass natürlich unsere Art, die Natur zu sehen, primär in Technik resultiert. Also mit dieser Art, über die Natur nachzudenken, sind wir in der Lage, Dinge zu konstruieren, die eine gewisse Wirkungsweise, damit natürlich auch Macht und Kontrolle auswirken. Und die Kogi können das nicht. Also die Kogi sind wahrscheinlich in Bezug auf Technik in diesem Sinne kein Vorbild. Sie sind ein Vorbild in Bezug auf diese andere Ebene des Kontaktes. Ja, genau. Und dann ist natürlich die Frage, was ist der Wunsch nach Technik dahinter? Ja. Und da würde ich eben, und damit komme ich zurück zu meiner These mit dem Trauma, dass ich sagen würde, dass es, man würde ja oft sagen, vielleicht am Ende des Tages die Angst vor dem Tod. Also ich sage mal, wenn ich einen Blitzableiter bauen kann, weil ich Elektrizität verstehe, muss ich nicht mehr quasi an den Donnergott oder an den Blitzgott beten in dem Sinne, um es jetzt mal ein bisschen plakativ aufzurollen. Und dadurch bekomme ich ein gewisses Element der Kontrolle. Andersrum könnte man auch sagen, es geht gar nicht so sehr um die Angst vor dem Tod, sondern es geht um die Angst vor dem Leben. Weil die Frage ist, wenn ich immer mehr Dinge kontrollieren kann, verliere ich natürlich zwangsläufig auch immer mehr dessen, was das Leben natürlich mit seinen unvorhergesehenen Dingen, mit seinen Überraschungen, mit dem, was es mit uns macht. Also auch dieses, es betrifft uns immer weniger, was dort passiert. Weil wir immer mehr Dinge schaffen, die dafür sorgen, dass wir nicht mehr so sehr betroffen sind. Ja, genau. Und das tut man, die Frage ist, wie kommt man dazu? Und deswegen finde ich diese Idee, dass man sagt, okay, das ist quasi Resultat eines Traumas, weil ich meine, das ist ja genau das, was ich versuche. Ich versuche ja dann, wenn ich traumatisiert bin, bestimmte Situationen immer mehr zu vermeiden. Ja, und auch zu beherrschen. Und zu beherrschen, absolut. Und das heißt, daraus würde für mich folgen, oder mal die Frage zu stellen, ob das Denken überhaupt das adäquate Element sein kann, um überhaupt in eine Wiederverbindung zur Natur zu gehen. Sehr gut. Da kämen wir jetzt natürlich auch in den Bereich der Kunst. Also vielleicht sage ich später noch mal was dazu, zu dem Thema Kunst und Ästhetik. Aber mir kam die Verbindung dessen, was du gesagt hast, zu dem, was ich vorher gesagt habe, dass auch dort Denken und Fühlen Dimensionen eines geistig, körperlich, sinnlichen Lebensvollzuges sind und wir auch dort wieder Denken, Fühlen und sinnliche Wahrnehmung in Bereiche abgetrennt haben, fragmentiert haben und dadurch den Bezug, den sie eigentlich vermitteln können, verloren haben. Also in deinem Buch, erwähntest du auch den Begriff des Denkens. Mhm. Also die Kogi beziehen sich sehr auf ihr Denken. Und das Denken ist etwas sehr Zentrales. Aber so, wenn ich das richtig verstanden habe, trennen die gar nicht zwischen Denken, Fühlen und Wollen. Es ist ein Bewusstseinsstrom, von dem die Kogi sprechen, der mehr eine Einheit ist, dieser drei Vermögen. Mhm. Und wir haben sehr gespalten. Nicht? Wir haben das sehr gespalten. Der Wille geht meistens sehr unbewusst. Ja. Und das Fühlen ist halbbewusst. Und das Denken ist möglicherweise sehr bewusst, jedenfalls vom Anspruch her und sehr, sehr durchstrukturiert. Mhm. Ne? Also wir haben da diese Spaltung zwischen Denken und zwischen Rationalität und sinnlicher Wahrnehmung. Das hat sich auch in der Philosophie sehr getrennt, nicht Ratio und Ästhetik. Worauf ich aber noch hinaus wollte, auf dieses Trauma. Also ich glaube, dass dieser Impuls, die Natur zu beherrschen oder sich von ihr zu distanzieren, auch darauf beruht, du hast es eben auch schon angedeutet, eine Angst vor dem Leben oder auch eine Angst vor der Natur. Also selbst Tiere haben Stress in der Natur. Nicht? Auch Tiere verhungern, nicht? Und finden keine Beute, die sie reißen können. Oder ich habe auch mal in einer Fernsehsendung gelesen, dass Elefanten bestimmte Kräuter kennen, die sie fressen, um sich zu betäuben, also die eine leichte Rauschwirkung haben. Nicht? Die machen sich auch mal ein bisschen zu. Nicht? Und also diese Angst vor der Natur, der Lebenskampf, das Drama, in die Natur geworfen zu sein, das hat bei den Menschen, glaube ich, diesen Impuls dynamisiert, sich immer mehr auch zu distanzieren und mit dem Kopf, nicht? Und die Menschen haben eben dieses Vermögen des Denkens und der rationalen Analyse, sich dem zu entziehen und diesen Herrschimpuls zu entwickeln. Wäre vielleicht ein Ansatz. Aber es ist ja auch spannend, dass einfach mal das Denken im Sinne von einer intellektuellen Funktion als Fluchtmechanismus einfach mal sich anzuschauen. Ja. Und
Ich meine, das ist ja auch interessant, wie wir hier sitzen. Ich meine, wir, wenn wir uns jetzt mal hier reflektieren, ich meine, wir sitzen hier und momentan ist Körper eigentlich hauptsächlich Träger unseres Geistes und unseres Austauschs. In diesem Körper Sinne. Friert leicht und wir sind hier oben nur am Rappen. Genau, ja, genau. Genau, und allein das ist ja schon interessant, dass wir kulturell intuitiv dieses Setting auch gewählt haben, natürlich. Ne? Was wahrscheinlich ein Stück weit Ausdruck auch ist. Und die Frage ist, wenn das Denken eben nicht Funktion unserer Intellektualität ist am Ende des Tages, sondern eigentlich Ausdruck unseres Wesens, wie es zum Beispiel die Kogi sehen würden, das ist natürlich eine völlig andere Perspektive dessen, was Denken bedeutet und hat wahrscheinlich mit unserem Verständnis von Denken nichts zu tun, beziehungsweise die Kogi würden sogar noch einen Schritt weiter gehen und würden sagen, wir denken überhaupt nicht. Ja, das ist interessant. Also das ist sehr spannend, weil die Kogi das Denken ja immer sehen im Zusammenhang des Denkens, des Ursprungsgedankens. Der eine Gedanke, nicht? Das Denken soll das Denken der Natur mitdenken. Das Denken soll nicht die Verbindung verlieren zu den Prinzipien des Ursprungs, zu den Prinzipien, aus denen die Natur überhaupt geworden ist. Das Denken ist ein Denken der großen Mutter. Mhm. Und die Kogi haben eine Kultur bewahrt, die ihnen ermöglicht, die Gedanken der Natur, die Gedanken des Baumes, die Gedanken der Berge wahrzunehmen und so auch zu spüren und zu erkennen, was der Natur fehlt, um es auch zu kompensieren, durch Rituale auch wieder Gleichgewichtszustände herzustellen. Habe ich so richtig verstanden, ne? Okay. Aber auf der anderen Seite ist ja auch das Denken der Kogis ein Denken in Differenzen, trotz der Einheit. Sie sprechen eine Sprache. Sie unterscheiden zwischen Baum und Tier und Mensch. Sie haben für sich selbst eine Rolle. Wir sind die Hüter der Erde. Mhm. Und der Baum ist nicht Hüter der Erde, aber Sie sind Hüter der Erde. Das heißt, innerhalb des Einheitsansatzes gibt es ja doch Differenzierungen. Und sozusagen unser Denken, was sich in diese Fragmentierung der Differenzen vielleicht verliert, wird da eher aufgehoben, eingeborgen in einem Einheitsdenken, ohne dass es dann aber total verstummt. Und es ist ja kein verstummtes Volk, was jetzt nur eine sozusagen so eine Art Nirvana-Einheitserlebnis hat, sondern es ist überhaupt nicht. Es ist ein ganz eingelassen in die Vielfalt von Wirklichkeit. Diese Einheit ist im Ausdruck von Vielheit. Genau, das ist exakt der Punkt, weil im westlichen Denken haben wir ja oft die Idee, dass man Vielfalt vereinen müsste. Mhm. Anders als die Kogi, die davon ausgehen, dass die Einheit die Grundlage ist, die sich in ihrer Vielfalt zeigt. Mhm. Und das klingt erstmal vielleicht banal, ist es aber überhaupt nicht. Ich glaube, das ist der entscheidende Inspirationsimpuls, den wir haben könnten, um unsere Fragmentierungen zu überwinden. Ja. Mhm, absolut. Und also, beziehungsweise die Frage ist ja auch, Wenn wir jetzt mal von einer Vielfalt ausgehen, was ist Qualität von Vielfalt? Es ist immer Beziehung und Kontakt. Denn Einheit kann ja, womit soll Einheit Kontakt haben? Nix, das ist ja absurd. Dreht es ja nur um sich selbst. Und diese Kontakterfahrungen, die möglich sind, ist ja auch interessanterweise das, wenn wir jetzt auch momentan unser Zeitgeschehen anschauen, etwas, wo wir auch, wenn wir jetzt zum Beispiel Otto Scharmer lesen, der ja auch ganz, ganz viel über genau das Thema der Beziehungserfahrungen oder Ähnliches ja spricht und diese Beziehungsqualität wieder in den Mittelpunkt rückt. Und deswegen, ich finde es spannend, die Frage ist, wie entsteht Beziehung? Entsteht Beziehung über Denken oder entsteht Beziehung über dieses ganzheitlich wesentliche Zusammensein in dem Sinne, dass das eben wieder diesen Ort bekommt? Und ein Mittel, was ich zumindest für mich als sehr interessant sehe, ist eben die Verwendung unserer eigenen Natur, sprich unseres Körpers, über die Empfindung. Ja, ja, da ist natürlich jetzt die Kunst prädestiniert. Ja. Ne? Also die Ästhetik, das Wort Ästhetik kommt ja von Aesthesis, sinnliche Wahrnehmung. Ursprünglich von dem Philosophen Alexander Baumgarten begründet, die Ästhetik, hat dann verschiedene Entwicklungen genommen über Kant und Schiller bis in die heutige Zeit. Und die Ästhetik, das Ästhetische ist immer wieder der Versuch, dem rationalen Weltverständnis das Fehlende sozusagen gegenüberzustellen oder mit dem Fehlenden zu ergänzen, nämlich die sinnliche Wahrnehmung, das Gefühl, die Empfindung oder eben auch die Perzeption. Nicht? Das ist ein Begriff, der von Leibniz kommt. Die Perzeption ist eine Wahrnehmung, die vor der rationalen Kognition standfindet,
ein fühlendes Wahrnehmen, was auch ein in Kontakt steht, auch zum Unbewussten. Also das sind so Qualitäten, die gerade in der ästhetischen Praxis geübt und wieder erlebt werden können. Und wodurch ich sagen würde, dass da auch für uns, für den westlichen Menschen, da uns der Animismus nicht so unbedingt selbstverständlich zur Verfügung steht, dass die Kunst oder ein künstlerisches Arbeiten, eine ästhetische Praxis uns wieder öffnen kann, auch für eine Empathiefähigkeit gegenüber der Natur, für ein Mitfühlen. Nicht? Empathie ist ja ein Mitgefühl, ein Mitsein, ein Mitfühlen mit Naturphänomenen. Und in den Gefühlsraum auch öffnen kann für eine neue, erweiterte Wahrnehmung. Wobei ich natürlich das Denken keineswegs jetzt abwerten will, im Gegenteil. Nicht? Ich bin ja auch Philosoph, also das Denken ist für mich sehr zentral. Aber nicht in diesem einseitig rationalen Denken, sondern es käme darauf an, wieder eine neue Verbindung herzustellen zwischen sinnlicher Wahrnehmung oder Aperzeption, beziehungsweise Perzeption und Aperzeption, also sinnlicher Wahrnehmung und rationalem, reflektierendem Denken. Also ein neuer Versuch, der Versuch ist nicht neu, der ist immerwährend, aber für einen Menschen jeweils kann das in einer bestimmten biografischen Situation ein neuer Weg sein, wieder eine solche Verbindung für sich herstellen zu wollen. Und dafür ist die Kunst meiner Meinung nach das Mittel der Wahl heutzutage. Ein anderer, mich würde da interessieren, was geschieht da auf der Seite des Künstlers vielleicht, was dahin führen kann, wohin du weißt und auch bei der dann in dem Dialog mit dem Betrachter oder oder dem Empfänger. Ja, du hast mich schon öfter danach gefragt. Ehrlich gesagt würde ich dir auch wirklich mal empfehlen, es zu probieren. Also man kann das nicht völlig rational verstehen. Also man kann es sehr weit verstehen und analysieren, ne? Und reflektieren, klar. Aber letztendlich ist das ja natürlich gerade die Erfahrung. Also ein künstlerischer Prozess ist natürlich in erster Linie nicht rational strukturiert. Nicht primär, das kann es durchaus auch. Es gibt alles in der Kunst. Künstler können heutzutage alles machen. Aber primär ist doch ein anderer Zugang dort. Und der geht über die Empfindung, der geht über ein ahnendes Fühlen, über Intuition, über Vision vielleicht auch, über gefühlsmäßige Annäherung an bestimmte Themen. Also entscheidend ist für mich auch immer, dass der künstlerische Prozess immer auch zu tun hat mit dem Unbewussten. Das Unbewusste ist ja heute im heutigen Zeitgeist sehr im Rückzug sozusagen, nicht? Also die Psychoanalyse hat sehr schwer. Also man spricht ja auch von einem Verlust der Innenwelt aktuell. Nicht? Aber bei Sloterdijk habe ich das gehört, der da eine sehr deutliche Sprache spricht. Wir sind fixiert auf die Außenwelt, die Innenwelt erodiert. Die Introspektion wird immer mehr zusammengedrängt und zurückgedrängt, weil die Menschen heute sehr materialistisch auf die Außenwelt fixiert sind. Und In einem ästhetischen Prozess, in einem künstlerischen Prozess muss das natürlich wirklich offen sein und atmen. Nicht? Also dieser Gefühlsraum, die Resonanz, der Widerhall. Und insofern würde ich auch mal sagen, Kunst ist ein Dialog mit der Natur. Ich glaube, das ist auch der zentrale Gedanke eines, wie ich es nenne, eines biosphärischen Kunstbegriffs. Kunst ist der Dialog mit der Natur, wobei da jetzt die Frage ist, was steht im Dialog? Nicht die Ratio, wie die Naturwissenschaftler das machen. Die stehen auch im Dialog mit der Natur. Die analysieren die Natur nach Ursache und Wirkung oder sie messen sie und zählen sie oder beziehungsweise ihre Teile, ne, und erheben Daten. Aber in der Kunst ist der Dialog eben nicht in erster Linie mental, sondern in der Empfindung, in der sinnlichen Wahrnehmung, in der Intuition oder eben auch psychisch. Das heißt also, das Unbewusste spielt auch eine Rolle und das Unbewusste tritt in Resonanz auch mit der Außenwelt, mit der Natur, mit Naturphänomenen. Also da können Wahrnehmungen und Strukturen und Formen entstehen, die gar nicht von Künstlern bewusst reflektiert werden und wurden. Oftmals machen Künstler Werke und können es gar nicht erklären. Da spielen sich also ganz andere Prozesse ab. Und also insofern ist dieser künstlerische Prozess auch, weil er so unkontrollierbar ist und nicht beherrschbar und nicht berechenbar, auch immer ein Prozess zwischen Ordnung und Chaos, zwischen bewussten Strukturierungen und dem Zulassen von amorphen Phänomenen, von Chaos, von Unsicherheit. Alles, was Chaos auch auslöst, das ist extrem verunsichernd. Könntest du dir vorstellen, dass das, was Michael da gerade über die Kunst beschrieben hat, wie der Künstler in
Resonanz mit Wirklichkeit geht, dass das etwas Analoges ist zu dem, was dein Philosophen-Kogi in Frankreich erlebt hat. Also dass dort so eine Art Unmittelbarkeit mit Wirklichkeit geschieht, die sich dann beim Künstler in ein Werk übersetzt und beim Kogi in eine Naturerkenntnis, dass da fremde Bäume stehen? Da habe ich eine ketzerische Frage zu. Ja. Wenn du sagst, die Kunst tritt mit der Natur in Dialog, was sagt denn die Natur über die Kunst oder zur Kunst? Ja, gut, sehr gute Frage. Ist gar nicht ketzerisch. Weil das heißt natürlich, dass wir ganz klar auch in so einem Prozess die Natur als Objekt sehen. Auch im künstlerischen Prozess ist die Natur erstmal ein Objekt. Wir haben einen Baum, der Zeichner sitzt in der Natur und zeichnet einen Baum und das ist ein Objekt. Was sagt der Baum zum Zeichnen? Ja, das ist die Frage. Also ich weiß, worauf du hinaus willst. Der Kogi hört den Baum sprechen. Genau. Der hört die Stimme des Baumes. Ob der Künstler das auch kann, ist nochmal die Frage. Mhm. Vielleicht gab es welche. Ich glaube, Cézanne war da nah dran oder konnte es vielleicht sogar. Wenn der in Südfrankreich in der Landschaft saß, ich bemühe mich redlich. Also das ist für mich sehr interessant. Also ich habe Erlebnisse gehabt, dass ich das Gefühl hatte, die Natur spricht zu mir. Mhm. Also das ist natürlich jetzt ein sehr, sehr problematisch. Ich bewege mich auf dünnem Eis. Mhm. Ich habe kürzlich schon mal die Geschichte erzählt, dass ich, als ich bei der Bundeswehr war und während einer Übung auf so einem Panzer saß, nicht so ganz wach, weil man da immer wenig Schlaf bekommt, beim Bund während einer Übung in der Natur, ne, war es natürlich auch intensive Naturerlebnisse. Und dort sah ich einen Baum in so einer Situation, wo wir standen und da warteten mussten, so in der Kolonne, der sich im Wind bewegte, durch einen Windhauch, sozusagen in Wellenform das Laub sich bewegte. Und ich hatte dort ein sehr intensives Erlebnis. Da muss ich immer wieder dran denken, das war ein Schlüsselerlebnis. Ich hatte das Gefühl, dass da etwas spricht. Ich konnte mir natürlich erklären, rein logisch, kausal, das ist der Wind. Ne? Aber dieses Gefühl dieser Erhebung verschwand nicht durch die Kausalerklärung. Das war sozusagen eine kleine poetische Entrückung. Nicht? Also ich kann, solche Erlebnisse habe ich einige Male gehabt. Ich würde jetzt allerdings nicht so weit gehen, dass ich die Gedanken der großen Mutter lesen kann, oder, wie ein Philosophen-Schamane, der Kogi, das sagt und für ihn es selbstverständlich ist. Ja, aber es ist ja, und das ist ein interessanter Begriff, vielleicht magst du auch noch was dazu sagen, Matthias, es ist schon ein Resonanzphänomen, ne? Also ein Phänomen des Widerhalls in der eigenen Psyche, wo da draußen das nicht einfach nur in einem ästhetischen Prozess tote Objekte sind. Ja, der Resonanzbegriff, der im Moment von dem Hartmut Rosa aus einer soziologischen Perspektive aufgegriffen wurde, der aber eine philosophische Entstehungsgeschichte hat, zum Beispiel bei Merleau-Ponty, du hast das Wort Widerhall jetzt auch verwendet, der vom Widerhall in dem empfangenden Menschen, erkennenden Menschen spricht, dem Widerhall von einer sinnlichen Erfahrung, einer Verbindung von mir als erkennendem Subjekt mit dem Objekt, was dann durch den Widerhall seine reine Verobjektivierung verliert, weil sie mit mir in eine Realverbindung kommt. Also der Widerhall ist etwas anderes als die sich des anderen oder des Objektes zu ermächtigen und es dann als Ressource für mich zu verwenden, sondern durch den Widerhall entsteht diese Verbindung und dieses Mich als Teil von. Und es ist eine Doppelbewegung, die da stattfindet in der Resonanz von Empfangen und Antworten, von affiziert sein und darauf eine Reaktion, ein Bewegtwerden von sozusagen. Und das unterscheidet es von, und dadurch entsteht eine Verbindung, die es davon unterscheidet, dass ich mich nur affizieren lasse und danach mich zurückziehe in meine eigene Emotionalität und vielleicht es wie so ein Batterieaufladen
damit ich wieder funktioniere, so gehen ja viele in die Natur und sagen, ich brauche jetzt, ich muss mal in die Natur gehen, ich muss mich wieder regenerieren, damit ich danach wieder in meinen Funktionszusammenhängen sein kann. Das meint dieses Widerhall oder das Resonanz, der Resonanzbegriff bei Rosa gerade nicht, sondern es geht um die Eröffnung des positiven Verständnisses von Verbindung, die da entsteht. Auch im Sinne eines Dialogs. Im Sinne eines Dialogs, ja. Und das könnte man wieder gut mit dem Freiheitsgedanken von Hans Jonas verbinden, dass schon im Lebendigen, im Stoffwechsel schon Freiheit sich, also Geistiges letztendlich, sich artikuliert, auf das ich dann in der sinnlichen Wahrnehmung eingehen kann. Und bei den Kogis ist das ja noch dann in der hohen Kür sozusagen zu sehen, sich zeigen zu lassen, wie wir anthropologisch in der Lage sind, zu dieser Resonanz mit dem, mit den lebendigen anderen Wesen, die um uns herum sind, in welche Resonanzfelder wir gehen können und was das für uns als Einzelne und für das andere Subjekt sozusagen bedeutet. Mir gefällt diese Rede von dem, wir sind die Hüter der Welt. Ja. Das bedeutet, dass es ja dann auch wieder eine Rückwirkung hat. Wenn ich in diese Resonanz gehe und mich betroffen werde von dem, was ich empfange und dann daraus aus der Betroffenheit reagiere, dann werde ich zum Hüter. Ja. Dann werde ich nicht zum Aggressor. Sondern dann kommt die Anerkenntnis des Gegenübers und des Gegenüber als Teil von mir. Ja. Aber es ist spannend. Die Gespräche der Kogi, um nochmal zu denen zurückzulaufen, laufen nämlich genau in so einer Art und Weise ab, dass es immer wieder Zeiten der Stille und damit auch der Ruhe zwischen den Gesprächsbeiträgen gibt. Mhm. Und das und beziehungsweise gleichzeitig auch die Körperlichkeit des Gesprächs immer mit dabei ist. Also die Kogi haben ja eine Art Kürbis, an dem sie einen Stab reiben, was eine Meditation ist, was steht für die Materialisierung der Gedanken. Das heißt, auch sie haben kulturell eine Form gefunden, die diese Spaltung vielleicht des Geistigen und des Materiellen überbrückt. Das heißt, sie sind sich dieses Problems bewusst, dass das entstehen kann, haben sich aber eben kulturell eine Antwort darauf, haben darauf kulturell eine Antwort gefunden, die in den Handlungen drin ist. Und allein die Handlungen, wie die Kogi Handlungen im Täglichen sehen, ist was ich sehr spannend finde. Zum Beispiel, wenn eine Tasche hergestellt wird von den Frauen, ist die Bewegung des Fadens, die Bewegung der Gedanken, die die große Mutter am Anfang der Zeit bei der Entstehung der Erde quasi gemacht hat. Das heißt, jede Tasche, die jede Frau näht, ist eine Wiedererschaffung der Welt. Und damit ist dieser Konsequenzialismus, über den wir vorhin gesprochen haben, dieses Utilitaristische, völlig rausgenommen, weil die Handlung bereits, die Meditation bereits das Leben als solches bedient und auch darstellt. Denn die Handlung ist nicht der Ziel auf das Leben, ich sag mal, das Schauflanieren auf der Einkaufsmeile mit der entsprechenden Tasche, wie es vielleicht bei uns der Fall ist. Wäre, sondern das ist natürlich auch wieder, um nochmal diesen ökonomischen Aspekt mit reinzubringen, ein völlig anderes Grundverständnis von dem. Es ist nicht nur eine Herstellung, es ist eine Reaktivierung des Ursprungsgedankens. Es ist ein Vollzug des Lebens, ja. Genau. Mhm, genau. Also das wäre natürlich am ehesten auch etwas, was einer künstlerischen Arbeit entsprechen würde. So etwas erleben wir natürlich heute in der Kunst. Künstler machen sowas. Ja. Ne? Auch in der sogenannten Landart, in der Naturkunst, gibt es Formen, die
bestimmten Ritualen entsprechen, wie ich es gelesen habe, auch in deinem Buch. Also zum Beispiel sprichst du von einer Situation, wo Kogi Steine aus einer bestimmten Gegend nehmen und in einer anderen Gegend wieder ablegen, um Energien auszugleichen. Mhm. Nicht? So etwas vom Prinzip vielleicht nicht, aber in einer Ähnlichkeit gibt es durchaus auch als ästhetische Strategie in der sogenannten Naturkunst. Nicht? Solche Ausgleichs-, mhm. Gestaltungsausgleichsmanöver, sage ich mal, nicht? Von Künstlern in der Natur, die so subtile, sensible Eingriffe machen in Naturkontexte, um auf bestimmte Felder aufmerksam zu machen, auf bestimmte Wahrnehmung aufmerksam zu machen, um dort auch wieder Wahrnehmungsenergien zu reaktivieren. Ne? Wo auch immer wir ein Verständnis für einfach auch erwächst, dass die Frage der Natur keine ökologische Frage ist. Wie meinst du das? Naja, die Frage der Natur, wenn ich sage, also die Frage der Natur oder des Mensch-Natur-Verhältnisses, ist keine ökologische Frage, sondern es ist mindestens genauso eine soziale Frage, es ist mindestens genauso eine individuelle Frage, vielleicht eine spirituelle Frage, was auch immer. Mhm. Und bereits dieses Verständnis ja natürlich so diese klassischen Boxen einfach auch sprengt. Ja. Und genau das ist ja das, was du eben angedeutet hast. Wenn du Ökologie so verwendest begrifflich, dann könnte man sagen, eine rein ökologische Betrachtung bleibt in dem Dualismus von tote Materie, Natur als tote Materie, als Ressourcen zur Verfügungstellung für uns und Geist. Und dann ist Ökologie eigentlich nur, dass es weiter unser Steinbruch bleibt, weil wir sonst ohne den nicht leben können. Aber dann treten wir nicht in die Resonanz aus dieser Perspektive mit der Lebendigkeit von Tieren, von Pflanzen, vom Kosmos. Also ein ökologischer Denkansatz reicht nicht, weil Ökologie ist eine Disziplin der Naturwissenschaft. Mhm. Sie ist ein Holismus, nicht? In dem eben in der Ökologie nicht nur in Einzeldisziplinen die Natur untersucht wird, sondern in einer Kombination, in einem Zusammen verschiedener Disziplinen, so wie der James Lovelock das auch beschreibt, indem er eben die Natur nicht nur aus biochemischer, nicht nur aus physikalischer Sicht, aus biologischer Sicht betrachtet, sondern in einer Gemeinsamkeit. Und er nimmt dafür als Leitbild die Physiologie, also die Lehre von Körperprozessen, von den Funktionen lebendiger Körper, als wissenschaftliche Betrachtung auch für die Erde, sozusagen eine Gesamtschau. Er nennt das eben dann auch Holismus. Aber es ist nach wie vor eine Naturwissenschaft. Es ist noch kein Überbrücken oder keine Verbindung der Subjekt-Objekt-Spaltung im ökologischen Prozedere, sagen wir mal, ne? In einer ökologischen Herangehensweise. Wie kommen wir zu einer Verbindung eben, die auch diese Spaltung transzendiert? Wie kommen wir zu einer Wiederaufnahme oder, sagen wir mal, zu einer Überbrückung dieser Spaltung zwischen Subjekt und Objekt? Zu einer Durchlässigkeit? Ja. Nicht? Zu einer Resonanz, nicht? Ja. Dieser schöne Begriff der Resonanz, zu einer Wiederverlebendigung auch. Nicht? Also gut, für mich, wie gesagt, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ist der Weg überhaupt dann die Kunst, aber es ist natürlich auch nicht die Kunst vielleicht in der Form, wie sie in der Moderne oder in der Postmoderne oft praktiziert wurde. Es ist schon eine Art von Kunst, die auch ja, durchaus auch so meditative Qualitäten auch integrieren sollte. Ne? Ja. Was würden die Kogis uns da raten? Ich meine, sowohl die Kogi als auch viele andere Naturvölker haben natürlich das Ritual als Standardantwort, will ich fast schon sagen, auf diese relevanten Erfahrungen, auf die Beziehungserfahrungen. Ja. Und natürlich kann man Rituale in dem Sinne jetzt nicht erfinden und vor allem auch nicht kopieren. Nicht konstruieren. Und auch nicht konstruieren, genau. Sondern die Frage ist, was sind Rituale? Und die Gefahr der Rituale kennen wir ja aus vielen der verschriftlichten Weltreligionen, die natürlich, wo das Ritual zum Selbstzweck, zum geschlossenen System wird. Mhm. Und das zwar immer noch sagt, dass es quasi die verbindende Funktion darstellt,
aber ich sag mal, sehr unterschiedliche Erfahrungen dessen gemacht werden, ob das nun wirklich auch so ist. Ja, ja. Und quasi mechanistisch verkümmern. Ja, ja, ja. Oder nur noch Erinnerungen sozusagen, eine Wiederbelebung von Erinnerungen. Entweder eine Wiederbelebung von Erinnerung oder eine Erinnerung an die Wiederbelebung. Ja, also, dann wäre es ein lebendiges Ritual. Ist die Frage. Also entweder ich gehe in den Kontakt oder ich erinnere mich und sage so, wie war das denn, als ich damals in Kontakt gegangen bin? Okay, dann ist es... Also die Immanenz dessen ist, glaube ich, das, was einfach flöten geht. Ja, ja, genau. Das ist verloren. Geht verloren. Ne? Ja. Also soweit ich das bei den Kogi verstanden habe, ist ein Ritual eine immer wieder neue Verlebendigung des Kontakts mit dem Ursprungsgeschehen, ja. Ne? Ja. Mit den Ursprungsprinzipien in der Natur. Genau. Also diese Ursprungsprinzipien in der Natur sind ja im Grunde so etwas wie platonische Ideen. So würden wir das aus unserem europäischen, westlichen Kontext sehen. Ja. Also ein Ritual ist eine Form, zu dem Ideencharakter in der Natur Kontakt aufzunehmen.